Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Stefan B. und unten links seht ihr, wie ihr mir auf den sozialen Medien folgen könnt. Das macht ihr bitte jetzt. Und heute möchte ich mit euch über die Umsatzsteuer-Kleinunternehmerregelung sprechen. Aber nicht sie erklären, wie ihr sie in ganz vielen Videos und Artikeln im World Wide Web findet, sondern ich möchte mit euch die Thematik behandeln. Wann macht das Ganze Sinn? Also wann macht es Sinn, dass jemand die Kleinunternehmerregelung nutzt und wann macht das eher weniger Sinn? Aber bitte beachtet, dass das Ganze nur von hypothetischen, abstrakten Beispielfällen hier handelt und jeder individuelle Fall natürlich nochmal anders sein könnte und ihr solche Fragen, ob das dann für euch persönlich 100% Sinn macht oder nicht, stellt ihr bitte nicht mir, nicht anderen Leuten im Netz, sondern bitte nur eurem Steuerberater. Wir werden dieses Video so aufbauen, dass ich euch erstmal jetzt ein kleines Intro mache, dann nochmal ganz kurz und kompakt die Kernpunkte der Kleinunternehmerregelung zusammenfasse, dann eine kurze Erklärung mache, für welche Leute es sinnvoll ist, die Kleinunternehmerregelung zu nutzen und für welche nicht, dass man da ein paar Kriterien hat, an denen man sich orientieren kann. Und danach gehen wir noch in Beispiele rein, wo das Ganze noch mal ein bisschen genauer aufgezeigt wird. In diesem Sinne fangen wir an mit der Zusammenfassung. Die Kleinunternehmerregelung, die natürlich nur optional ist, heißt natürlich, man muss es nicht machen, man kann das machen, man muss das beantragen und das Finanzamt genehmigt das Ganze dann. Klammer auf, wird 99,999% der Fälle, wenn die Regelungen eingehalten werden, auch genehmigt. Beinhaltet, dass man keine Umsatzsteuer zusätzlich auf seine Rechnung ausweist und dementsprechend man natürlich keine Umsatzsteuer für das Finanzamt kassiert und dann auch keine abzuführen hat. Bedeutet, man spart sich die Umsatzsteuerjahreserklärung, die Umsatzsteuervoranmeldung monatlich wie quartalsweise, je nachdem, was man abgeben müsste in der Theorie. Und dementsprechend hat man aber als Gegenzug auch keinen Vorsteuerabzug. Heißt, wenn man für seine unternehmerische Tätigkeit eine Rechnung eines anderen Unternehmers bekommt, kann man sich auch nicht diese Vorsteuer in darin enthalten erstatten lassen bzw. gegenrechnen lassen. Somit sind im unternehmerischen Bereich alle Einnahmen wie Ausgaben brutto wie netto. Dort gibt es keinen wirklichen Unterschied in der Betrachtungsweise bei den Kosten. Und hier kommen wir auch zum Knackpunkt, um auszumachen, ob diese Regelung für einen selber sinnvoll macht oder nicht, nämlich der Vorsteuerabzug in doppelter Hinsicht. Denn andere Unternehmer haben natürlich auch einen Vorsteuerabzug. Und wenn man jetzt überwiegend Rechnungen schreibt an andere Unternehmer, also im B2B-Bereich tätig ist, und man auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet, schreibt man seine Rechnungen, verhandelt einen Nettowert, was den Preis angeht, rechnet auf diesen Nettowert seine Umsatzsteuer natürlich drauf, die 19 oder 7%, aber sein Geschäftspartner oder die Person, die die Rechnung kriegt, diese Person kann natürlich dann diese Vorsteuer ziehen, heißt andere Unternehmer, sofern das nicht auch Kleinunternehmer sind, was in der Regel nicht der Fall ist, weil die meisten Unternehmen, mit denen man abrechnet, natürlich größer sind, sind durch die Umsatzsteuer nicht belastet. Das ist für die kein Mehraufwand, weil wie gesagt, die können ja die Vorsteuer ziehen. Wenn jetzt ein Kleinunternehmer einen Preis verhandelt und dann diese Nettorechnung, Netto- wie Bruttorechnung an die andere Unternehmer schickt, dann wird im Endeffekt derselbe Kostenanteil bei dem Unternehmen ankommen, wie wenn man die Rechnung mit zusätzlicher Umsatzsteuer rausschicken würde. Für einen selber wäre aber dann der Riesenunterschied, man könnte auf seine Kosten, die man unternehmerisch hat, die Vorsteuer nicht ziehen. Heißt, wenn man im B2B-Bereich tätig ist oder überwiegend tätig ist und man aber in die Kleinunternehmerregelung reingeht, beraubt man sich selbst den Vorsteuerabzug und hat damit quasi höhere Ausgaben, da man natürlich mehr Ausgaben hat, weil man die Vorsteuer sich nicht erstatten bzw. gegenrechnen kann. Beinhaltet aber, dass man ein bisschen rumplanen muss, was seine Preisgestaltung angeht und was auch die Kalkulation angeht, dass man halt alles gleich netto rechnet und die Umsatzsteuer, die man dann kassiert, von anderen Unternehmen immer nur quasi als durchlaufenden Posten betrachtet und nicht als zusätzliche Einnahme, denn das Geld landet früher oder später beim Finanzamt, entweder mit der monatlichen Voranmeldung, Quartalsvoranmeldung oder mit der Jahresvoranmeldung. Daran zu denken ist dann ganz, ganz wichtig, dass man das Geld nicht ausgibt. Aber wenn man im B2B-Bereich tätig ist, ist es sehr, sehr, sehr interessant, nicht auf die Vorsteuer zu verzichten, in Form, dass man nicht in die Kleinunternehmerregelung geht. Hingegen, wenn man im B2C, Business to Customer, also wenn man als Geschäftspartner, als Dienstleistungsempfänger, als Kunden sehr viele Privatpersonen hat, diese können natürlich die Umsatzsteuer nicht ziehen, beziehungsweise diese haben natürlich keinen Vorsteuerabzug. Bei diesen kann es dann durchaus sinnvoll sein, wenn man in die Kleinunternehmerregelung reingeht, weil man so seine wahren
billiger verkaufen kann, beziehungsweise nicht die Umsatzsteuer von den Kosten abzuführen hat. Das so der große Unterschied, dass im B2B-Bereich das Ganze mehr Sinn hat, mehr sinnvoll ist. Im B2C-Bereich man wahrscheinlich ungünstiger fährt, wenn man auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet. Jetzt springen wir mal noch in ein paar Rechenbeispiele, um das Ganze noch sinnvoller euch zu zeigen und aufzuzeigen. Beispiel 1 machen wir im B2B-Bereich, heißt Business to Business. Was weiß ich, ein freier Buchhalter, der nur mit Unternehmen natürlich abrechnet, jemand Kreatives im Marketing, irgendwie ein Webdesigner, der auch nur natürlich mit Unternehmen abrechnet, ein IT-Konsulent, der Unternehmen bei ihren Netzwerken hilft, solche Bereiche eben, also nur Businesskunden. Man schreibt im Jahr vereinbarte Nettorechnungen von 10.000 Euro und macht auch mit den Unternehmen immer die Preise aus, dass wir auf 10.000 Euro Nettoumsatz kommen. Klammer auf, natürlich klar sind wir hier unter der Kleinunternehmerregelung von der Höhe her, aber wie vom Beispiel, dass wir darauf verzichten. Jetzt rechnet man natürlich, wenn man netto 10.000 Euro vereinbart hat, 1.100 Euro Umsatzsteuer auf das Ganze drauf, 19%. Und im Jahr hat man noch irgendwelche Kosten, die alle mit Vorsteuer sind, von 2.000 Euro netto. Da kommen halt noch zusätzlich, was man zahlt, 380 Euro Vorsteuer drauf. Diese 380 Euro kann man sich jetzt ziehen und 1.100 Euro muss man natürlich auch seine Rechnungen draufrechnen. Und das Ganze, diese 1.100 Euro, die man auf seine Rechnung draufsteckt und an das Finanzamt zahlen muss, verrechnen sich noch mit den 380 Euro. Aber wie gesagt, die Umsatzsteuer soll man nur als durchlaufender Posten betrachten. Wenn wir diesen Fall jetzt abwandeln und diese Person in die Kleinunternehmerregelung reingeht, sehen wir folgenden Unterschied. Wie gesagt, man hat Rechnungsbeträge von 10.000 Euro verhandelt, heißt, es bleibt bei diesen 10.000 Euro bei den Einnahmen und man rechnet nicht die 19% Umsatzsteuer drauf und somit hat man nicht nochmal zusätzlich jetzt durchlaufenden Posten die 1.100 Euro. Aber bei den Kosten sehen wir jetzt eine Mehrbelastung. Dadurch, dass bei den Kosten auch brutto wie netto ist, haben wir jetzt nicht 2.000 Euro Kosten plus 380 Euro Vorsteuerkosten, die man sich gegenrechnen lassen kann, sondern 2.380 Euro Kosten. Wir sehen, würde diese Person auf die Kleinunternehmerregelung würde diese Person in die Kleinunternehmerregelung reingehen, wären die Einnahmen dieselben, weil man natürlich nur den Endpreis aushandelt, den Nettopreis aushandelt und zusätzlich aber die Vorsteuer sich nicht ziehen lassen kann. Wir sehen, blöd. Und diese 1.100 Euro, die man natürlich nur an Unternehmen weiterrechnet, werden ja bei den Unternehmen keine Mehrbelastungen sein, da diese sich die Kosten auch wie wir ziehen können. Also die haben natürlich auch diesen Vorsteuerabzug, was es im B2B-Bereich, wie ich schon betont habe, eigentlich sinnvoll macht, auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Man hat ja natürlich den Aufwand, dann jeden Monat seine Buchhaltung zu machen oder jedes Quartal und die Umsatzsteuervoranmeldungen zu machen, aber solche Anführungszeichen Belastungen lassen wir jetzt einfach mal weg. Das ist je nach Person innerhalb von ein paar Minuten erledigt. Manche brauchen mehr, manche weniger. Manche machen, lassen es den Steuerberater machen. So what? Solche Faktoren lassen wir jetzt einfach mal weg. Jetzt springen wir in den B2C-Bereich. Im B2C-Bereich ist es natürlich so, dass ich mit meinen Kunden keine Nettopreise aushandeln kann, weil diese Kunden haben ja keinen Vorsteuerabzug. Heißt, wenn ich mit diesem Kunden einen Preis aushandle, wird dies immer der Bruttobetrag sein. Machen wir es genau gleich, auch 10.000 Euro Rechnungen, die rausgehen im B2C-Bereich. Jetzt ist es aber nicht netto, sondern brutto. Und jetzt rechne ich nicht hier 19% Umsatzsteuer drauf, sondern heraus. Somit kommen wir auf einen Umsatzsteuerwert von 1.596 Euro, da ich es rausrechne und nicht draufrechne, wodurch wir auf einen Nettoumsatz kommen von 8.400 Euro 4. Jetzt, die Kosten sind komplett dieselbe, 2.000 Euro Nettokosten, 380 Euro Vorsteuerkosten und wir sehen jetzt dadurch, dass ich die Vorsteuer nicht draufrechne, sondern herausrechne und weil meine Kunden sich keine Vorsteuer in diesem Bereich ziehen können im Privatkundenbereich, fahre ich natürlich mit der Umsatzsteuerregelung deutlich schlechter. Ich könnte hier nur gegenwirken, indem ich quasi meine Preise erhöhe, dass mein Bruttopreis, mein Netto wäre und ich das wie beim B2B-Bereich draufrechne, ist natürlich eine Kostenbelastung, die eben der Endkunde zu spüren bekommt und dass das Ganze etwas schwerer machen würde. Deswegen ist es beim B2C-Bereich in der Regel ratsamer oder angenehmer oder gewinntreibender, wenn man hier in die Kleinunternehmerregelung hineingeht. Lediglich im Gründungsjahren oder im Anfangsbereich, wenn man deutlich mehr Kosten hat wie Umsätze, kann das Ganze sich lohnen. Aber hier muss man dann darauf aufpassen mit der Liebhaberei, um nicht Problematiken in der Einkommensteuer zu bekommen. Denn aber wir sehen, wir haben deutlich mehr Umsatzsteuer, die wir ans Finanzamt abführen müssen im Vergleich zur Vorsteuer, die wir
gegenrechnen können. Plus, unsere Preise sind natürlich beim Endkunden immer brutto angegeben und nicht netto, was der Vorteil im B2B-Bereich ist, wenn man das einfach mal so gegenstellt. Jetzt zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung. Also wir haben gesehen, der B2B-Bereich bietet den Vorteil, dass ich mit meinen Kunden als Unternehmer immer Nettopreise aushandle, da die Umsatzsteuer für diese keine zusätzliche Belastung ist. Heißt, wenn ich ein Kleinunternehmer wäre, hätte ich denselben Preis nicht an diesen Menschen netto abrechnen können, weil dort netto wie brutto ist, da diese, wenn ich Kleinunternehmer bin, keine zusätzliche Vorsteuer ziehen könnten. Bedeutet, ich würde mir selbst den Vorsteuerabzug nehmen, ohne meine Preise verändern zu können, wenn man im B2B-Bereich in die Kleinunternehmerregelung reingehen würde. Hingegen im B2C-Bereich, also Business to Customer, zu Privatkunden, habe ich die Problematik. Dort sind meine Preise für die immer brutto zu sehen. Heißt, ich müsste entweder meine Preise deutlich erhöhen, wenn ich hier auf die Kleinunternehmerregelung verzichte, weil diese Kunden die in den Rechnungen enthaltene Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer bei sich ziehen können. Und somit haben diese eine preistechnische Problematik. Und wenn man nicht mehr Kosten hat, aus denen man Umsatzsteuer bzw. die Vorsteuer ziehen kann, dann ist es in der Regel wirtschaftlich unsinniger, im B2C-Bereich auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten, sofern man hier noch reinkommt. Natürlich sind das nur meine persönlichen Ausführungen zu dieser Thematik. Für Sie persönlich kann das immer noch anders sein. Bitte klären Sie aber solche Fragen mit Ihrem Steuerberater und einer Person, die Ihren individuellen Sachverhalt kennt und das einschätzen kann. Problematiken bieten natürlich noch einen Mischbereich, wenn man sowohl Businesskunden wie auch Privatkunden hat. Weil hier kann es auch mal ein bisschen hin und her schwanken. Mal hat man 10% Businesskunden, im nächsten Jahr wieder leicht 90%. Das sind immer dann Abwägungssachen, die natürlich dann nur jemanden für Sie persönlich raussuchen kann, der auch Ahnung von Ihrem Sachverhalt hat. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe Ihnen grob die Unterscheidung klar machen können. Sie haben hier ein wenig was gelernt. Ich habe Sie ein bisschen zum Denken animiert und natürlich, bitte, bitte verlassen Sie sich bei irgendwelchen wirtschaftlichen Entscheidungen oder steuerlichen Entscheidungen nie auf ein einzelnes kleines Video. Dieses Video habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, aber auch mir können hier in der Denkweise oder in der Ausarbeitung kleine Fehler passieren. Deswegen prüfen Sie immer alle Inhalte auf eigene Gefahr und wenden Sie diese auch nur auf eigene Gefahr an. Und wie gesagt, bitte, bitte, bitte im Notfall immer mit einem Steuerberater Rücksprache halten und nicht im Internet nach irgendwelchen Lösungen für Ihre Problematiken suchen. Das Internet stimmt nicht immer oder ist auch nicht immer aktuell. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen bilden können. Bis zum nächsten Beitrag, Ihr Stefan B.